Was für ein herrlicher Tag! Aber in der Ferne zieht ein Sturm auf und eins der Babys ist verschollen. Kannst du uns helfen, es zu finden? Was für ein herrlicher Tag, oder? Du hast vollkommen recht, Koali. Mich kriegen hier keine 10 Pferde weg. Ich kann an meiner Milchflasche nuckeln, während ich mich sonne. Das ist wunderbar. Ja, Cutie, die Sonne ist wunderbar. Wusstest du, dass die Sonne ein Stern ist? Die Sterne sieht man doch nur bei Nacht. Ja, aber nicht die Sonne. So hat es mir Wandy erzählt. Sie meinte auch, dass die Sonne sehr alt ist. Über 400 Millionen Jahre alt. Wow! Ich könnte nicht mal bis 400 Millionen zählen. Das würde ja auch gar nicht gehen. Wenn du bis 400 Millionen zählen würdest, dann wärst du ja dein ganzes Leben lang beschäftigt. Guten Morgen! Guten Morgen, Lila! Hallo, Lady! Wo geht ihr denn hin? Zur beflügelten Nachbarschaft. Ja, Tuka und Nelly weihen euch ein. Na dann, bis später. Wie mysteriös. Was passiert denn heute Nachmittag? Guten Morgen. Lady hat gesagt, ihr zwei habt uns was zu erzählen. Heute Nachmittag feiern wir ein Fest in der beflügelten Nachbarschaft. Und ihr seid alle herzlichst eingeladen. Super cool. Der Grill, der steht schon. Und wir werden Gemüse brutzeln. Ich habe sogar einen Jacuzzi. Wow, mega. Dann gehe ich jetzt in den Wald Blumen pflücken. Und die bringe ich dann mit zur Party. Großartig. Dann bis später. Jetzt sind wir zwei wieder alleine. Nicht mehr lang. Hier kommt Patty. Was für ein klasse Tag. Ja, voll. Möchtest du in meinem Karawan eine Spazierfahrt machen? Nein, Cutie. Ein Karawan ist... Was ist ein Karawan? Ich weiß. Ein Haus auf Rädern. Ganz genau. Wollen wir eine Spritztour machen? Mal sehen, was ich so entdecke. Oh, Lulu, was treibt dich denn so tief in den Wald hinein? Ich sammle Blumen. Guck mal, wie schön die alle sind. Was meinst du? Regen? Ich hab Angst. Dein Karawan hat 4 Räder, genau wie mein Skateboard. Aber auf deinem Skateboard kannst du wohl kaum schlafen. Ja, da hast du vollkommen recht. Dieses Bett ist so weich. Und diese herrliche Rutsche. Die Küche ist der Wahnsinn. Dieser Karawan hat wirklich alles. Schlafzimmer, Rutsche, Jacuzzi, Küche. Wie ein Haus auf Rädern. Wow, ich würde hier so gern leben. Ein Sturm? Sieht so aus. Koali, was für ein mega cooler Karawan. Danke, Bonnie. Oh nein, ein Sturm zieht auf. Was ist los? Lucy ist noch nicht zurück. Sie hat bestimmt Angst bekommen und sich verirrt. Wir werden sie finden. Ich komme mit. Im Karawan sausen wir davon mit Hochgeschwindigkeit. Ob Straße oder Feld, unser Haus hat Räder. Im Karawan sausen wir davon mit Hochgeschwindigkeit. Zuallererst retten wir Lucy. Auf der Suche nach einer verlorenen Freundin. Man hilft immer und stets einer verlorenen Freundin. Lucy, wir kommen! Lulu, wir haben uns verlaufen. Wer will im Karawan mitfahren? Hey, ihr seid da, um uns zu retten. In Kaolis Karawan. Ich hatte solche Angst. Und wir haben uns Sorgen gemacht. Danke, dass ihr nach uns gesucht habt. Ihr seid wahre Freunde. Schnief. Magic Tears! Wow! Da
sind Luftblasen. Ja, dieser Karawan hat wirklich alles. Ja, ein Haus, ein Jacuzzi, ein Auto, alles in einem. Was für ein herrlicher Tag, oder Leute? Großartig, wunderbar. Und wie toll alles mit Blumen dekoriert ist, Lucy. Danke. Dürfen wir bei der Party dabei sein? Na klar, aber wie habt ihr uns gefunden? Das hat uns ein kleiner Käfer verraten. Lulu, warst du das? Im Wald hat es so viel geregnet. Wie schön es jetzt warm und trocken zu haben. Ich teste mal den Jacuzzi. Yippie! Und schon wieder nass. In der Sonne trocknest du in 0, nichts, Lucy. Ganz genau, in 0, nichts. Der Abend dämmert am verschneiten Berg und Kristall kann einige Wörter nicht aussprechen. Wird sie es hinbekommen? La 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 la, la la. Ich liebe den Winter, Lilly. Und den Sommer nicht? Doch schon, aber im Winter gibt es Schnee. Na, ich weiß nicht, Conny. Ui! Upsi! Conny, hörst du das? Bu-Bul! I-Glu! In-Blu! Genau, Cutie! Jetzt du, Kristall! I-Glu! I-Glu! Richtig! Iglu auf Englisch heißt Iglu. Das hört sich gleich an! Kuckuck, was macht ihr hier? Ich bringe Kristall ein paar winterliche Wörter bei. Ich liebe den Winter. Winter heißt auf Englisch Winter. Winter. Sehr gut, Conny. Willst du mir bei dem Unterricht behilflich sein? Wow! So viel Schnee. Und was heißt Schnee auf Englisch? Snug. Nein, es heißt Snow. Snow, Snow. Ihr seid 1A-Schüler. Guckt mal, da sind Bonnie und Pinchy. Hey, na, wie geht's? Wir sind dabei, Englisch zu lernen. Sehr mutig. In dieser bibbernden Kälte? Ja, super kalt. Ich werde mir meine Handschuhe anziehen. Gloves. Was hast du gesagt, Bonnie? Gloves bedeutet auf Deutsch Handschuhe, Christel. Gloves. Richtig. Lass uns gehen. Mir ist so kalt. Okidoki. Ciao, Leute. Und wärmt euch auf. Was heißt Schal auf Englisch? Oh, das ist ganz einfach. Schal heißt Scarf. 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 Würdet ihr den Unterricht bei mir zu Hause im Iglu fortsetzen? Oh, total gerne. Aber Lilly und ich, wir müssen jetzt leider los. Och nö, ihr geht? Ganz ruhig, Kristall. Ich bleibe hier. Pass mal auf, wir werden einen tollen Nachmittag zusammen in deinem Iglu verbringen. Wow, ich liebe dein Iglu. Danke, ich habe ein Wohnzimmer, einen Fernseher, Bücher und sogar einen Ausguck. Probier einen Keks, Kristall. Kekse auf Englisch heißt Cookies. Cookies. Super lecker, deine Cookies. Heute haben wir so viel gelernt. Ja, total. Aber ob ich mir alles merken kann? Da weiß ich eine Lösung. Du kannst dir bestimmt alles merken, wenn wir es in ein Lied verpacken. A, B, C, D, E, F, G. So lerne ich Englisch easy. Um sich ständig zu bessern, lerne ich täglich sehr, sehr gern. Winter heißt Winter. Shine heißt Glow. Iglu heißt Iglu. Was kennst du denn noch? Iglu heißt Iglu. Was kennst du denn noch? So macht's noch viel mehr Spaß, oder?
Total, ich liebe den heutigen Unterricht. Und jetzt gehen wir spielen im Snow? Ja, auf geht's, ab in den Schnee. Yippie! Juhu! La 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 la. Ihr habt aber Spaß. Snowboardfahren macht so viel Spaß. Seht, mein Schneemann. Hi, Mr. Snowman. Wie clever, denn Schneemann auf Englisch heißt Snowman. Ich habe heute auch viel bei Loretta gelernt. Hatschi! Oh oh, hast du dich erkältet? Oh, Kristall, du erkältest dich. Hatschi! Ich will mich aber nicht erkälten. Aber kalt ist mir schon und ich glaube, ich habe Fieber. Das beste Heilmittel gegen Kälte ist Wärme. Hast du mich eingepackt? Ja, genau. Und hier heiße Milch mit Honig, um dich auch von innen zu wärmen. Lecker! Ich fühle mich schon so viel besser. Super, schön, dass es dir besser geht. Danke, Lilly, dass du dich um mich gekümmert hast. Danke, dass du mich geheilt hast, Schnief. Den Schnee. Ja, ich war. Oi! Heute wird ein ganz besonderer Tag. Was denkst du, wird passieren? Wonach sieht diese Wolke aus, Bonnie? Wie ein Spiegelei? Wie ein Schaf. Du Petze, nicht die Antwort verraten. Und diese Wolke da, wonach sieht die aus? Wie ein Herz. Super, genau richtig. Bonnie? Ja, Sascha? Morgen wird ein besonderer Tag. Ach was, echt? Erinnerst du dich an meine Party? Was hast du gesagt? Ach nichts. Wonach sieht diese Wolke dort aus? Die sieht aus wie ich. Oh, ich bin so aufgeregt. Wegen Saschas Party? Ja, weil ich nicht weiß, was ich ihr schenken soll. Sie ist der Geschenkeprofi. Stimmt, sie macht gerne Geschenke. Hi Lala, hi Lady. Hallo Cori, wir sinnen über Saschas Geschenke nach. Uff, schwierig. Wir sollten Bonnie fragen. Bonnie hat bestimmt ein wundervolles Gedicht vorbereitet. Das kann sie gut. Und sie erinnert sich auch immer an alles. Das wird schwierig. Lasst uns doch überlegen, was jeder von uns am besten kann. Ja, gute Idee. Ich kenne einen Zaubertrick. Und ich könnte Puppentheater vorführen. Ich schminke und style sie. Oh, ich weiß nicht, was ich ihr geben könnte. Sascha zu beschenken ist so schwierig. Oh, Sascha, hi. Hi. Bist du aufgeregt? Morgen ist deine Party. Deine Geschenke haben wir schon. Oh, cool. Bonnie hat sicherlich auch schon eins. Bonnie hat's vergessen. Ist nicht wahr. Meinst du wirklich? Ja, nein. Vielleicht. Ich muss los. Ich sehe euch bei der Party. Oder auch nicht. Komisch, oder? Ja, voll. Morgen ist meine Party und meine Freunde kommen. Glaubst du, sie schenken mir etwas? Ja, das stimmt. Das beste Geschenk ist Freundschaft. Und morgen sind wir alle bei meiner Party. Das ist das größte Geschenk. Ja, und morgen ist ein wunderbarer Tag. Lass uns ausruhen. Komm mit, wir gehen zu Lady. Ich habe schon all meine Schminke für Sascha vorbereitet. Ich übe meinen Zaubertrick. Ein Magierkostüm habe ich auch schon. Keine Sorge, das wird großartig. Schau mal. Ach, sie wird es lieben. So ein toller Zaubertrick. Ich habe noch einen. Ja, Lulu, Sascha wird das sicherlich gefallen. Ich habe Sascha schon hübsch gemacht. Ihr werdet staunen. Herrje, wenn sie vor Bonnie kommt. Ups, fast zu spät. Ich habe ein Lied für Sascha geschrieben. Ein Lied? Aber du kannst doch so toll Gedichte schreiben. Genau deshalb erwartet sie ein Lied ja nicht.
Lisa sagt, Bonnie kommt. Alle auf Stellung! Überraschung! Danke, Leute, dass ihr alle da seid. Und danke, Lady, für die Beauty-Session. Gerne, gerne. Ja, ja. Sascha, mach dich bereit für einen Zaubertrick. Hey, meine Tasche. Wie hast du das gemacht? Eine Zauberin verrät ihre Tricks nicht. Sascha, schau mal. Ich habe ein Puppentheater vorbereitet. Wie lustig. Ich habe die Party ausgestattet. Mit Hilfe meines Laptops. Ballons, Blumen und Snacks. Wie wundervoll! Und so viele Geschenke! Lulu meint, du hast etwas ganz Besonderes vorbereitet? Auf jeden Fall! Los geht's! Zu Saschas Ehren singe ich ein Lied. Ein Liebeslied, um ihr Herz zu erwärmen. Bonnie, was für ein wunderschönes Lied. Und lieben Dank euch allen für die tollen Geschenke, aber vor allem für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Wir lieben dich, Sascha. Ich euch auch. Danke, dass ihr solch tolle Freunde seid. Fantasy Magic Tears! Wow, so viele Geschenke. Sind die von dir, Sascha? Nein, ich habe damit nichts zu tun. Wie toll! So viele Geschenke. Super cool. Ich brauche keine Geschenke mehr. Das beste Geschenk sind meine Freunde. Recht hast du. Hurra, Sascha! Wie aufregend. Lasst uns die Geschenke öffnen. Ja, ja, für dich gibt es auch Geschenke. Bitteschön, du Nimmersatt. Es gibt eine neue Besucherin in der Fantasy-Welt. Wer wird es sein und wie wird sie empfangen? Ah, was für ein schöner Tag. La 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 la. Hallo Katie, wie geht's? Hallo Pinchy, ich mache Urlaub in der Fantasy-Welt. Ja, Kitty, dann ist das Haus unbeaufsichtigt. Könntest du vielleicht darauf aufpassen? Komm, ich zeig dir alles, was du wissen musst. Katie kommt und macht Urlaub in den Fantasy-Bergen. Oh, Jessie. Wow, ich freue mich. Aber sie ist doch kein Fantasy-Baby. Und was ist das Problem, Bruni? Na, sie kennt unsere Bräuche doch gar nicht. Na, die können wir ihr doch dann zeigen. Hier oben ist das Badezimmer. Es gibt eine Dusche und einen Spiegel. Das ist ein Riesen-Badezimmer. Ich habe auch eine Badewanne, aber Duschen spart Wasser. Und einen Aufzug gibt's auch. Ja, genau. Und in der Küche gibt es einen Herd, ein Esszimmer und einen Kühlschrank. Wow, hier gibt's wirklich alles. Wow, was für ein tolles Haus. Katie, du hast so einen guten Geschmack. Das gefällt mir total. Pinchy wird drauf aufpassen. Du könntest helfen. Na sicher. Keine Sorge, Katie. Wir passen auf dein Haus gut auf. Wie aufregend. Sie hat bestimmt was zu erzählen. Was kann ein Baby aus dem Valley? Magie können die nicht, oder? Nein, das stimmt. Aber jedes Baby aus dem Valley hat bestimmte Kenntnisse und ist Profi auf seinem Gebiet. Gib ihr eine Chance, Bruni. Na gut. Katie ist da. Und wie schnell das ging. So funktionieren die magischen Portale. In Sekundenschnelle bist du, wo du sein möchtest. Dieser Ort ist unglaublich. Ich freue mich so, hier zu sein. Warte ab, bis du die Quelle siehst. Die Magic Tears Quelle ist sehr wichtig für unsere Fantasy-Welt. Wenn diese austrocknet, dann würden wir auch alle mit ihr verschwinden. Ja, Wasser ist der Schlüssel zu... Wasser ist der Schlüssel zum Fantasy-Berg, also zu unserer gesamten Welt. Verstehst du? Und auch wenn wir unsere Kräfte nicht nutzen würden, dann würde die Welt auch verschwinden. Wow, und was für Kräfte habt ihr? Ja, also meine Kraft ist... Ich kann alles in Brezen verwandeln. Schau mal. Miam. Und ich in Eiscreme. Das gefällt mir. Ich kann... Es gibt so viel zu sehen. Oh Mann, du unterbrichst mich die ganze Zeit. Komm, Katie, wir zeigen dir alles. Ui, die sind ohne mich gegangen. Da drüben ist der Ausguckturm. Von dem können wir die ganze Welt sehen. Hey, wo ist Bruni? Sie ist bestimmt beim großen Baum. Dort treffen wir uns immer, um Eiscreme und Marshmallows zu naschen. Ah ja, ich liebe alle Eiscremesorten. Was ist Brunis Lieblingssorte? Das wäre Zuckerwolke. Juhu, Eiscreme. Was für komische Eiscreme.
Ich kombiniere sie immer mit Brezeln. Und ich mit noch mehr Eiscreme. Sieht lecker aus. Ja, die sind super lecker. Katie, kannst du irgendwas sehen? Ja, ich kann mein Haus in der Ferne sehen. Das schnellste Auto des Valleys und das coolste. Juhu! Oh nein, Fancy, das Haus, es ist überflutet. Brumm, brumm. Muss ich das jetzt alleine reparieren? Super Pinchy ist da, um das Problem zu lösen. Ja! Gluck, 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 gluck. Wow, wow, das war knapp. Es war sehr schön und ich danke euch, aber ich muss leider nach Hause. Es ist ein super Notfall. Was ist hier passiert? Nix. Alles im Lot. Und warum ist alles voller Schaum? Okay, ihr habt mich ertappt. Ich wollte ein Bad nehmen und es ist alles übergeflutet. Und du hast alles ganz allein in Ordnung gebracht. Ja, das stimmt. Ich war sehr mutig. Tut mir leid, dass ich nicht geholfen habe. Ist schon okay. Wollen wir eine Party feiern? Party! Brumm, brumm! Bruni, was ist los? Aber wir haben sie doch nicht alleine gelassen, Corny. Wir dachten, dass sie mit uns kommt. Ja, Rim. Bruni ist unsere Freundin und wir haben sie sehr lieb. Aber ihr habt mich vergessen. Wie könnten wir dich vergessen? Guck mal, wir haben dir deine Lieblingseiscreme mitgebracht. Zuckerwolke, nur für dich. Das ist meine Lieblingssorte. Danke, dass ihr an mich gedacht habt. Schaut, Herzen und Eiscreme. Als Dankeschön bietet uns der große Baum Früchte an, weil wir alle Probleme gelöst haben. Das ist eine besonders leckere Belohnung. Mir schmeckt nichts so gut wie die Freundschaft mit euch beiden. Hast du es auch schon mal mit Eiscreme probiert? Stimmt, Freundschaft schmeckt besser mit Eiscreme. Merkwürdige Kreaturen haben das Portal im Fantasyland übertreten. Aber wer sind sie? Man munkelt, dass im mysteriösen Tränenwald große Monster wohnen. Wie groß genau? Wahrscheinlich sehr groß. Genau, Dreamy, sehr groß. Und man munkelt, dass sie durch das Portal in unsere Welt gekommen sind. Das ist unmöglich. Ich habe Angst. Das ist nur eine Geschichte. Du brauchst keine Angst zu haben. Was, wenn es wahr wird? Tina, du kannst die Zukunft voraussagen. Was denkst du? Dazu muss ich meine Kristallkugel befragen. Ohne Kugel kannst du es nicht voraussagen? Die Kristallkugel verstärkt meine Fähigkeiten. Glaubst du, dass es diese Monster wirklich gibt? Nein, glaube ich nicht. Kann ich mal in deine Kristallkugel gucken? Okay, aber Vorsicht, dass du sie nicht fallen lässt. Aha, Tina, tut mir leid. Schon gut, das war nicht deine Schuld. Ich hoffe, sie ist nicht kaputt. Bestimmt nicht. Liebe Kristallkugel, zeig uns die Monster. Zeig uns das Portal. Ich sehe sie, die Monster. Wie sehen die aus? Sie sehen aus wie dunkle Geister. Ich kann nicht so richtig viel erkennen. Unsere Freunde, sie öffnen ein Fantasy-Portal. Beflügeltes Herz, zur anderen Seite möchte ich gehen. Ein Schritt, zwei Schritt und schon wird sich ein Fantasy-Portal für mich öffnen. Sie gehen jetzt alle durch, aber das Tor ist noch offen. Die Monster, die könnten auch durchgehen. Durchgehen? Ja, das könnte gut sein, aber irgendwie funktioniert meine Kristallkugel nicht richtig. War das Felis Schrei? Meinst du, sie braucht Hilfe? Naja, aber sie erschreckt sich auch echt leicht. Ja, aber es könnte auch ernst sein. Wer weiß. Achtung, Monster in der Fantasy-Welt! Gefahr, Gefahr! Wir sollten uns den Monstern entgegenstellen. Oder die Flucht ergreifen. Genau, ich bin nämlich gegen fast alles allergisch. Ich glaube nicht, dass du gegen Monster allergisch bist. Rutschi! Oder vielleicht doch? Hihi! Allergien sind ernst zu nehmen, weißt du? Watcha! Dina, Feli, Rosi, ich hab die Lösung. Ja, mein Plan ist weglaufen.
Mir gefällt der Plan. Na gut, bleib nur noch ich. Und ich. Okay, der Plan ist, wir verwandeln die Blumen in Eiscreme und die Monster kommen dann angelockt von der Eiscreme. Das wird nicht funktionieren. Es gibt keine Monster und sie mögen auch keine Eiscreme. So, jetzt zeigen wir euch, was sie wirklich sind. Die Kleine ist Lisa, eine Maus. Bubbles ist ein Fisch und schwimmt. Und wer ist der kleine Langsame? Das ist Lotti, eine Schildkröte. Also sind die Monster eigentlich Tiere? Ja. Und Eiscreme essen sie nicht? Nein. Sind die niedlich? Du bist am süßesten, Lulu. Ich möchte einen Fisch als besten Freund. Du weißt aber schon, dass Fische nur unter Wasser leben können. Sie nutzen ihre Kiemen und filtern damit die Luft aus dem Wasser. Und obwohl viele Leute denken, dass sie nicht schlafen, tun sie es doch. Nur mit offenen Augen. Du weißt aber viel, Conny. Ich bevorzuge die Schildkröte. Sie beißt nicht, oder? Nein, eine Schildkröte ist ein Herbivor. Sie isst nur Pflanzen. Aber manchmal isst sie auch Würmer, Schnecken oder kleine Insekten aus Versehen. Lulu, nein, dich wird sie nicht essen. Die sind so süß. Können wir sie adoptieren? Sicher, du bist mein Lieblingshaustier. Rosi, hast du eine Tierallergie? Scheint so. Aber bist du sicher, dass es die Tiere sind? Also, die Schildkröte ist es nicht. Und was ist mit der Maus? Nein, meine Nase kribbelt nicht. Daher könnte es vielleicht an Pflanzen oder Blumen liegen. Möglich. Heute Morgen habe ich mir ein Diadem aus Blumen gebastelt. Hallo, ich suche drei Tiere. Habt ihr eine Schildkröte, eine Maus und einen Fisch gesehen? Ein Fisch, so wie der hier. Und eine Maus und Schildkröte, so wie die hier? Ja. Hast du dich versteckt? Ja, wir haben sehr lange nach euch gesucht. Und wir haben uns solche Sorgen gemacht. Alles gut, aber jetzt gehen wir nach Hause und kein Versteckspiel mehr. Wo wir schon von Verstecken sprechen, wo ist denn Feli? Stimmt, sie war so schnell weg. Okay, ich wünsche euch viel Glück bei der Suche nach eurer Freundin. Danke und bis bald. Wir suchen Feli. Feli! Sind die Monster alle weg? Wo bist du? Na, hier drin. Wie lustig. Feli, du fliegst. Ich fliege. Warte, ich komme mit dir. Fliegen macht so viel Spaß. Ja, das stimmt. Was willst du werden, wenn du groß bist? Unsere Freunde spielen, um es herauszufinden. Danke für die Einladung zu dir nach Hause, Nelly. Sehr gerne. Danke, dass du mich besuchst, Molly. Bei mir zu Hause habe ich nicht so viele Filmsachen rumstehen. Möchtest du mal Regisseurin werden, Molly? Ja, warum nicht? Mir bringt es so viel Spaß, Geschichten zu erzählen, meine Freunde zu filmen und dann das mit Musik zu unterlegen und dann am Ende alles zusammenschneiden. Also, ich würde mich gerne um andere Menschen kümmern. Ach ja? Helfen, wenn sie krank sind und vorbeugen, dass sie nicht krank werden. Dann könntest du, wenn du groß bist, eine Ärztin werden. Was für einen tollen Geschmack du hast, Lady. Ich weiß viel über Mode und Schminke. Ich möchte mal Make-up-Artist werden für Schauspieler und Models. Das ist ein super cooler Beruf. Soll ich dich mal schminken? Ja, das würde mich freuen. Ein bisschen Farbe hier, ein bisschen Rouge hier, etwas Lippenstift und voilà, schau dich an. Wow, ich sehe super aus. Wahnsinn. Ja, weil ich super professionell bin. Naja, ein bisschen mehr kann man schon üben. Na sicher, je mehr ich übe, umso besser werde ich. Was für einen wunderbaren Kürbis ich gezüchtet habe. Wow, Golly, super klasse. Der Kürbis da in deiner Schubkarre. Warum redest du so? Ich übe zu rappen, denn das will ich mal werden. Die größte Rapperin auf Erden. Wie lustig. Ich habe mir ein Spiel ausgedacht. Golly Patty, wollt ihr mitspielen? Ja! Sehr cool. Es geht ums Berufe-Raten. Man gestikuliert, beschreibt und dann macht man drei Vorschläge. Und der andere muss raten, um welchen Beruf es sich handelt. Was ist ein Beruf? Das ist das, was du machen möchtest, wenn du groß bist. Ach so, also ich möchte mal werden. Schuh, nicht sagen, wir sollen das doch raten. Ah ja, also ich arbeite auf dem Lande und züchte Sachen, die gegessen werden. Tiere gibt's auch.
Bist du eine Kuh? Eine Kuh? Eine Kuh gibt es, ja, aber das ist doch kein Beruf. Ich gebe euch drei Optionen. Bin ich eine Holzfällerin, eine Bäuerin oder eine Fußballspielerin? Holzfällerin! Nein, Bäuerin? Ja! Das habe ich doch schon gewusst. Wir möchten auch mitspielen. Ja, sehr gerne. Du bist dran, Nelly. Du, Lady, ist dir aufgefallen, dass die Dächer in der beflügelten Nachbarschaft leuchten? Ja, stimmt. Du hast recht. Und warum ist das so? Das kommt daher, weil der Wasserfall aus der Fantasy-Welt kommt. Und der erreicht das beflügelte Viertel? Genau. Wenn nämlich der Fluss durch die Nachbarschaft fließt, leuchten alle Häuser. Wow, das gefällt mir gut. Danke, dass du mir das erklärt hast. Da habe ich was gelernt. Gerne. Ich guck mal, was die anderen treiben. Und ich werde Lulu suchen. Hallo, Babys. Habt ihr Lust, das Spiel weiterzuspielen? Mal gucken, ob ihr meinen Beruf erratet. Ich lösche Feuer und rette Kätzchen aus Bäumen. Hier sind drei Optionen. Polizistin, Gärtnerin oder Feuerwehrfrau. Polizistin. Nein, keine Polizistin. Dann ist es bestimmt Feuerwehrfrau. Super, Party. Jetzt bin ich mal dran. Also, ich laufe auf Rädern und drehe mich im Kreis. Immer von links nach rechts mit meiner Bauchtasche. Skaterin, Gymnastin oder Schwimmerin? Eieiei, ich weiß es nicht. Ich gebe euch noch einen Tipp. Guckt mich mal an. Skaterin. Ja, genau. Der Punkt geht an Golly. Helft mir, bitte. Was ist passiert, Lady? Lulu ist unter einem Baum eingeklemmt. Ich brauche eure Hilfe. Wir werden dir alle helfen. Das wäre toll. Sie ist unter einem Baum eingeklemmt und der ist so schwer. Wir arbeiten im Team und zusammen schaffen wir das. Wir müssen den Baum heben. Jetzt kommst du raus, Lulu. Sie sieht verletzt aus. Ich brauche Bandagen und Pflaster. Ich fahr schon. Auf meinem Skateboard bin ich super schnell. Armes Ding. Ganz ruhig, es wird alles wieder gut. Wow, wie schnell. Her mit deinem kleinen Beinchen und hier das Pflaster und schon bist du geheilt. Ihr alle habt Lulu gerettet. Danke. Fantasy Party Tier! Wow, goldene Medaillen. Und alle haben eine bekommen. Und die habt ihr euch alle verdient, weil ihr das so toll gemacht habt. Also wenn wir erwachsen sind, werden wir in unserem Beruf 1A Spitze sein. Die Besten. Und ich mache euch alle hübsch.